Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für den Mittwoch, 29.05. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video und lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzungen sind keine Anlageempfehlung. So, wir schauen uns den heutigen Handelsverlauf an. Der DAX hat heute eine Handelsspanne vom Hoch zum Tief von 132 Punkten abgespult. Augenblick, ich ziehe das mal ein bisschen hier rein. So, von 132 Punkten abgespult, nachdem er ja die letzten beiden Handelstage, also Montag und Freitag, hier unterhalb des Durchschnitts war. Der Durchschnitt von der Handelsspanne liegt bei rund 120 Punkten. Und am Donnerstag, die Woche vor, war die Handelsspanne bei 177 Punkten. Aber was will ich euch hier mit diesem Bild zeigen? Wir hatten hier von diesem Hoch bei rund 12.212 und diesem Tief bei 11.925 bisher diese Bewegungen, also eigentlich beginnend hier am Donnerstag, Freitag, Montag und der heutige Handelstag. Diese Bewegung ist korrektiv. Die Haupttrendrichtung, die Hauptantriebsrichtung geht zur Unterseite hin. Und wir sind immer noch innerhalb dieses Hochs. Von der letzten Antriebsbewegung zur Unterseite hin ist das einfach eine Inside-Kerze, wenn man das jetzt hier bildlich nimmt, wenn man das hier so zusammenstaucht, dass hier eine Kerze sind, wie innerhalb dieser Kerze, jetzt momentan mit diesen letzten drei Kerzen. Und man kann dazu auch sagen, der Markt verdichtet sich. Für mich stellt sich hier nur die Frage, wann kommt der Bruch zur Unterseite hin? Und da einfach einmal ein kleiner Rückblick in die letzte Handelswoche, in vorletzte Handelswoche. Dort hatten wir eine Handelsspanne von der letzten Antriebsbewegung zur Unterseite von 330 Punkten. Und auch dort ist innerhalb mehrerer Tage diese Bewegung korrektiv gewesen. Also etwas, was wir eigentlich nicht handeln wollen. Wir wollen nicht in dieser Marktphase handeln, weil korrektiv, ihr seht diese Bewegungen, die sind nicht schön klar. Wenn man hier in der korrektiven Bewegung von dieser 1, 2 und hier diese Antriebsbewegung in der Korrektur erwischt, auch zur 3, also dieses Filetstück und dann wieder 4, 5, A, B, C, dann ist das okay, gell? Aber auch hier gehört einfach ja auch ein Quäntchen Glück dazu. Für mich ist es, ich will die großen Bewegungen hier, die will ich erwischen. Und jetzt einmal etwas zur Verdeutlichung. Wenn man hier diese letzte Korrektur aus dieser Abwärtsbewegung nimmt, legt sie hier an, dann können wir fast 1 zu 1 das hier ableiten. Wir hatten hier da unten auch dieses 1, 2, also oder 1, 2, 3 Tief, kann man hier auch sagen, 1, 2, 3 Tief oder Elliott-Wellen-technisch die 1, die 2. Dann kam in der Korrekturbewegung die 3, das ist hier dieses Filetstück, muss man natürlich dann immer wieder anpassen. Dann kam hier die 4, mal schauen, da hat er eine Überschneidung, also sorry, das ist jetzt keine klassische Bewegung mehr und das wäre hier dann die 5 gewesen, wenn diese Überschneidung hier jetzt nicht stattgefunden hätte. Aber was will ich euch damit sagen, auch das ist korrektiv. Wenn wir hier das jetzt hier nehmen und da kam die Korrektur, die jetzt nicht so tief war, aber wir ziehen das jetzt einfach einmal vor, dann schaut es doch hier jetzt so aus, wie wenn wir hier so langsam von der Korrekturbewegung zum Ende angelangt sind. Wenn wir das auch zeitlich versuchen einmal einzupacken, wie lang so eine Korrekturbewegung gehen kann, von diesem Tief. Und dann letztendlich sind wir hier bei 2184 und da sind wir zeitlich um einen Handelstag momentan drüber hinaus. Mag das eventuell an diesem Feiertag liegen in den USA, wo wir gestern hatten, keine Ahnung. Aber letztendlich ist dies von der Zeitspanne her, hier dieser Bereich, meiner Meinung nach, und das ist meine Einschätzung, das ist mein Gedankengang, den muss man nicht teilen, gell? Da kann man kann ganz andere Ideen haben, ob das jetzt duplizierbar ist. Für mich ist es duplizierbar, weil ich es jeden Tag beobachte, ich schaue mir das jeden Tag an, was die Märkte machen, selbst in der Nachbetrachtung. Und die Nachbetrachtung ist für mich das Wichtigste.
Und wenn man sich hier gewisse Mechanismen angeeignet hat und die Märkte dann anschaut und beobachtet, dann erkennt man sowas, dann erkennt man solche korrektiven Bewegungen. Und das hier ist die Haupttriebsbewegung zur Unterseite hin. Dort kann man hier schnell Geld verdienen. Hier, ja, wenn man hier einsteigt, das ist alles, es ist einfach, es sind keine 300 Punkte an einem Stück. Definitiv, gell? Oder hier auch 300 Punkte an einem Stück oder ziemlich schnell. Und das ist das, auf das, was ich schaue. Und wir sind hier, wenn man das jetzt so anschaut, in einer Phase. Also entweder wäre man hier aus diesem Bereich Short gegangen oder hätte auch heute noch einmal mit diesem Hoch die Möglichkeit gehabt, seine Short-Position im Markt anzulegen. Warum hier? Auch dort gibt es eine ganz klare Argumentation, warum ich hier meine Short-Position anlege. Weil aus der letzten Antriebs Welle zur Unterseite hin haben wir hier das 61er Fibonacci bei 12.102 und da sind wir heute noch einmal hergekommen. Also wäre hier noch einmal fast sogar ein Doppeltop noch einmal die Möglichkeit gewesen, hier seine Short-Position in den Markt reinzulegen. Wenn man nach dem Fibonacci handelt, gell, natürlich kann man hier auch andere Ansätze benutzen. Das hier wäre ein schöner Widerstandsbereich gewesen. Wenn man hier diesen Bereich hier nimmt aus der Vergangenheit heraus, was man hier im Minutenchart jetzt machen kann, wenn man hier im Minutenchart handelt, also Intraday, das wäre auch eine Argumentation gewesen. Hier hat jeder seine anderen Ansätze und Vorgehensweise. Sie sind alle legitim und auch nachvollziehbar, wenn man hier seinen Short reinlegt. Der Stopp müsste dann hier oben sein. Oberhalb dieser 12.202 und da reden wir hier dann von 110 Punkten Verlust, wenn der Markt hierher kommt. Das ist einfach das Risiko, das man hier dann eingeht. Aber ich wollte euch einfach zeigen, für mich ist es nach wie vor eine korrektive Bewegung und ja, solange der Markt nicht über 12.202 geht, im 12.212 geht, im 1-Minuten-Chart, der natürlich nicht repräsentativ ist, ist für mich hier die Antriebsbewegung, die Hauptantriebsbewegung zur Unterseite hin. Das handle ich und insofern habe ich ja auch die Positionen nach unten abgesichert. Wir gehen hier zuerst einmal in die üblichen Verdächtigen rein. Der VDAX New, ja, er steht im grünen Bereich, aber doch sehr eigentlich an der Klippe. Wenn ich hier die Rückschau herannehme, dann können wir auch in den nächsten 1, 2, 3 Tagen erwarten, dass wir hier eher seitwärts laufen im VDAX New oder eher leicht fallen könnten, also so in diesem Dreh herum uns weiterhin bewegen. Wenn man hier die Rückschau rannimmt, die 30-Tage-Rückschau, ist hier jetzt momentan noch nichts zu erwarten. Vielmehr wird es hier dann ab 18.04. schauen wir mal. Wann das hier dann wäre. Da wären wir hier dann am 4.06. Dort könnte dann langsam wieder Dynamik auftreten. Und wenn wir dann hier oberhalb dieses Bereiches sind, dann könnte hier noch proportional noch mehr gedoppelte Dynamik auftreten. So mal jetzt momentan ein bisschen die Einschätzung in der Rückschau. Aktuell spricht es aber eher für mich hier in dieser Stellung schon eher für eine weitere Seitwärtsbewegung, wenn nicht sogar steigenden DAX, was hier das VDAX New mir zeigt. Das Gold, auch hier haben wir jetzt einen Rücksatz am heutigen Handelstag. Auch das ist jetzt diese Bewegung heute allein hier im Gold, ist eigentlich positiv zu deuten für den DAX. Trotz und deshalb, ja, vielleicht war er deshalb heute noch einmal stabil, wenn man das hier so rein interpretiert. Zukünftig ist wirklich hier im Gold, das ist eine Seitwärtsbewegung, hier kann alles passieren. Das kann hier nach oben gehen, das kann hier nach unten durchbrechen. Ich habe hier ja diese Nackenlinie drin, die zeichne ich jetzt einmal schnell ein in Rot, dass wir sie auch sehen. Wir haben hier die linke Schulter,
Wir haben hier den Kopf und wir haben hier eventuell jetzt sogar schon die rechte Schulter ausgebildet. Und sollte diese Nackenlinie hier brechen, zur Unterseite hin, bei rund 1270 wäre hier ein Zielbereich, bei 1238 und hier wäre dann auch eine 5 aktiv. Einer Wolfewelle long, wenn wir denn hierher kommen. Und zusätzlich haben wir hier in diesem Bereich des 61er Fibonacci, des 61,8% Korrekturlevel von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Also dieser Bereich hier ist definitiv interessant, wenn der Markt hierher kommt. Hier, das ist wie, wenn ihr ein 50-Cent-Stück in die Luft wirft und sagt, Kopf oder Zahl, ja, das was kommt, das könnt ihr hier handeln im Gold. 50-50, also keine eindeutige Tendenz, in welche Richtung das gehen könnte. Das hier, deshalb ist es mir momentan als Indikatorunterstützung, um hier eine Einschätzung zu machen. Ich muss ja auch eine Einschätzung haben, in welche Richtung könnte das laufen, um dann ableiten zu können, was das für eine Auswirkung auf den DAX hat. Und im Gold kommt eigentlich momentan gar nichts. Deshalb kann ich das auch nicht einschätzen oder auch in meiner Einschätzung für den DAX nicht heranziehen. Das WTI-Öl, ja, da gehe ich davon aus, von einer Korrektur, so wie ich sie hier eingezeichnet habe in diesem extra Video. Wir sind in der Richtung in dieser Korrektur, nenne A, B, C. Diese Bewegung, diese korrektive Bewegung aktuell, tut mit Sicherheit, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, hier habe ich die Einschätzung, dass wir uns hierher bewegen. Und das würde im Umkehrschluss positiv für den DAX sein. Jetzt haben wir hier den VDAX New, wo positiv ist. Wir haben hier das WTI-Öl, wo ich korrektiv positiv sehe. Und wir haben hier das Gold, wo momentan als Prognose 0 Wert hat, wo man nicht heranziehen kann. Also haben wir hier quasi schon 2:0. Und hier das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ja, auch das ist wie das Gold momentan. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Tendenziell nach wie vor ist die Bewegung abwärts gerichtet und diese Bewegung, sollte sie hier zur Unterseite hin weiter fortgeführt werden, ist eigentlich vom Grundsatz her, von der Korrelationen, positiv für den DAX im Intraday-Handel, wohlgemerkt. Gell, übergeordnet gebe ich den Kritikern von den Korrelationen natürlich recht. Diese gegenläufige Korrelation. Wenn wir hier den Januar 2018 nehmen, wir wissen ja, ohne dass wir uns den DAX-Chart anschauen, ist der DAX ja das ganze Jahr 2018 nach unten gefallen. Umgekehrt ist natürlich auch das Währungspaar Euro-US-Dollar nach unten gelaufen. Wer meine Videos schon längere Zeit anschaut, also nicht erst seit 2018, sondern schon auch seit 2017, der weiß, wie ich die Korrelation oder hat es in diesen Videos mittlerweile schon verinnerlicht, wie man das hier ansetzt. Es ist Intraday gedacht und diese Bewegung nach wie vor ist jetzt für mich einfach positiv zu deuten. Ob das jetzt hier wirklich einen Einfluss hat auf meine Einschätzung, das ist wieder zweitrangig. Gell? Für mich ist dann einfach das Gesamtpackage ganz wichtig, also hier der VDAX, das Gold, das WTI, das Währungspaar Euro-US-Dollar und dann auch momentan kommt hier der Dow Jones dazu, der Transport vom Transportgewerbe. Und hier haben wir auch heute wiederum eine negative Bewegung. Und hier gehen wir jetzt schon ein bisschen mehr in die Indizes rein. Diese Bewegung nimmt eventuell schon die Bewegung des S&P 500 und des Dow Jones vorweg. Interessant hier in diesem Index wird dann der Bereich um rund 15.944. Hier werden wir dann sehen, was hier passiert. Eventuell kommt hier eine kleine Korrektur zur Oberseite, aber diese Bewegung geht nach unten und das ist ein schlechter Indikator für den S&P und für den Dow Jones und gerade jetzt speziell den S&P. Auch hier einfach eine Beobachtung. Wir hatten hier ja in der Vergangenheit 2018 einfach Widerstände zur Oberseite hin, die dann irgendwann im März 2019 gebrochen wurden, das Pullback kam,
in diesen Bereich hinein und dann ging es doch sehr schnell zur Oberseite hin. So, aus diesem Bereich mit diesem neuen Allzeithoch kamen keine Anschlusskäufer. Wir bekamen hier ein Umkehrsignal zur Unterseite. Der DAX, das S&P lief in diesen markanten Unterstützungsbereich hinein, den wir hier in der Vergangenheit schon mehrmalig hatten. Diese Bewegung, diese Reaktion war dann die logische Konsequenz. Sie war 3 Handelstage positiv. Der S&P kam wieder hier rein in den Bereich dieser 2800. Und es gibt für mich, wenn man ab hier jetzt eine Linie zieht, ich beschreibe das immer so, ich komme ja vom Bau und immer so kleine bildliche einfach Denkstützen. Wenn wir eine Betondecke permanent Löcher bohren, zerstören wir die Statik dieser Decke und irgendwann fällt diese Decke in sich zusammen. Und der S&P macht momentan mit diesem Bereich von rund 2800 genau dieses. Wir hatten hier noch eine adäquate Reaktion. Beim nächsten Einlaufen in diesem Bereich ist diese Reaktion geradezu lächerlich. Also hier kommt nichts mehr. Für mich stellt sich hier wirklich die Frage, wie lange tut er hier noch seine Löchler anbohren und die Statik dieser Decke bricht zusammen und der S&P fällt dann unten durch und dann stellt sich die Frage, wie tief kann er gehen? Geht er kurz in den Keller, um ein kleines Bier zu trinken, um dann wieder zu steigen? Das ist dann ein Thema, das wir hier dann aufmachen oder dieses Fässchen dann aufmachen, wenn wir hier unter diesen Unterstützungsbereich gefallen sind. Der Index vom Transportgewerbe in den USA spricht die Sprache für mich, dass wir hier in Kürze den nächsten Tagen, diese Woche oder auch nächste Woche, durch diese Unterstützungsdecke durchfallen könnten. Und dann ja, muss man einfach die Punkte auf der Unterseite suchen. Hier wäre hier dann der nächste Unterstützungsbereich dann erst bei rund 2700, also es sind rund 100 S&P-Punkte tiefer. Wir gehen hier noch rein in den Dow Jones. Auch der hat das gleiche Problem wie der S&P. Auch hier ist ein markanter Bereich, wenn man hier in die Historie zurückschaut, dieser Bereich hier, der hat eine Spanne von 25.385 bis runter 25.200. Auch hier ist er jetzt schon einmal reingelaufen und hat hier eine schöne Reaktion gezeigt. Zwar nicht wie der S&P zu einem neuen Allzeithoch. Der hat hier schon unterhalb das Handtuch geschmissen, sage ich ganz einfach einmal. Hat hier eine inverse Schulterkopf-Schulterformation gemacht, linke Schulter, hier ein Doppelkopf, hier die rechte Schulter, einen Bruch nach unten und ist wieder in diesen Unterstützungsbereich reingelaufen und bohrt auch hier die Decke an. Sieht momentan hier nicht so kritisch aus wie im S&P, meiner Meinung nach, aber auch hier ist gut erkennbar, wir sind hier reingelaufen, haben eine Reaktion gezeigt zur Oberseite, aber diese Reaktion ist schwach. Das zweite Mal reinlaufen in diesen Unterstützungsbereich war nicht ganz so tief. Vielleicht kommt hier, wenn das nächste Mal tiefer reinläuft, die dementsprechende Reaktion. Da muss man hier einfach aufpassen. Gell? Für mich vorgehensweise, wenn ich jetzt diesen Index handeln würde, was ich nicht tue, wäre rein hier aus diesem Bereich ein Short. Immer hier Short herhandeln. Auch hier diese Bewegung, das wäre jetzt mein Bereich, wo ich Short hier herhandeln würde. Und nicht hier unbedingt long handeln, weil einfach dieses Bild spricht für mich eine Sprache. Auch hier wird die Decke angebaut. Sie verliert irgendwann einmal an Statik und wird in sich zusammenbrechen. Ja, hoffentlich steht ihr dann nicht drauf mit euren Long-Positionen, wenn diese Decke zusammenbricht. Natürlich, wenn sie zusammenbricht, hier unten solltet ihr euer Fangnetz drin haben, dass ihr hier doch nicht unten auf der ganz harten Betonbodenplatte landet und ihr euer Genick bricht. So mal einfach bildlich dargestellt, wie ich die Märkte sehe. Wir gehen hier rein zur letzten Analyse. Oder machen wir mal schnell mal Lang- und Schwarz-Indikation auf den Tageschart. Also hier ist nach wie vor dieser Zielbereich unten 11.714 für mich spruchreif. Auch wegen der Saisonalität. Ja, es zieht sich hier jetzt so langsam wie Kaugummi. Gell? Er will einfach hier nicht runter. Aber er will auch nicht hoch, er hängt hier fest. Wir haben jetzt Ende Mai, es könnte Anfang Juni noch einmal ein bisschen zur Oberseite hingehen, weil einfach Mittelzuflüsse kommen.
Wie nachhaltig diese Mittelzuflüsse sind, muss man dann auch immer sehen. Aber sie sind einfach permanent da, jeden Monat. Die zwanghaften, sage ich, also was sind diese zwanghaften Mittelzuflüsse? Das muss eigentlich jeder wissen. Es gibt hier die klassischen Fonds, aktienbasierend, die einfach jeden Monat ihre Gelder einziehen von den Privatanlegern zum Beispiel. Und das wird hier dann angelegt in ein Deka-Fonds, CF, wie die alle heißen, weiß ich nicht, also die auf DAX basieren. Und diese Mittel fließen rein. Die fließen 1:1 in die Märkte und die bleiben dort, außer einer löst sein Depot auf und holt hier wieder dieses ganze Geld raus. Diese Fonds werden teilweise in der Form gemanagt, dass hier natürlich mit Optionen, Stillhaltergeschäften, Absicherungen gemacht werden, aber da werden dann nicht die Aktien verkauft. Also wenn ihr hier jeden Monat 1000 Euro in so einen Fonds einbezahlt oder macht hier einen Dauerauftrag mit Abbuchung, dann kaufen die für diese 1000 Euro die DAX 30 Titel querbeet durch, also immer nach der Gewichtung, momentan mehr SAP und ja, was ist jetzt der kleinste Wert, weiß ich jetzt gerade nicht. Und das müsst ihr wissen. Und das sind, ich sage dazu, das sind diese zwanghaften Mittelzuflüsse. Das ist einfach ein Geld, das hier in den Markt reinfließt und normalerweise auch länger drinnen bleibt, weil das ist doch etwas Längerfristiges für seine Rentenplanung. Ja, oder der Opa macht es oder die Eltern machen es für ihre Kinder, keine Ahnung. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Es ist einfach nur das ein bisschen im Hinterkopf halten. Das könnte wahrscheinlich die ersten 3 Handelstage doch den DAX Anfang nächster Monat auch noch recht stabil halten hier in diesem Bereich. Wir haben ja am Donnerstag Christi Himmelfahrt, hier ist die Börse geöffnet, also hier ist ein Handel möglich, aber es ist ein Brückentag. Ich denke, der Markt wird dünn sein am Donnerstag und auch am Freitag, Brückentag. Viele fahren hier mit ihren Familien langes Wochenende oder gehen einfach nicht an ihren Arbeitsplatz. Das ist einmal so der Gedanke. Also Lang- und Schwarzindikation hier etwas jetzt hinein zu interpretieren, es zieht sich wie Kaugummi, das kann noch einige Zeit dauern. Der Xetra-Tageschart, schauen wir uns den an. Hier sind wir vom CCI her im bärischen Bereich immer noch und kommen hier momentan nicht hoch. Auch in der Bewegung natürlich nicht anders wie bei der Lang- und Schwarzindikation, oberhalb immer noch der 38er, oberhalb der 200er-Tage-Linien, das ist positiv zu deuten, aber unterhalb dieses Widerstandsbereich bei 12.113 beginnt der 12.100 bis hoch in den Bereich 12.164, also immer einfach im Widerstandsbereich. Und wie gesagt, für mich ist es eigentlich nur eine Frage von Zeit, bis wir hier unten durchlaufen. Auch, ja, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das irgendwann einmal passiert. Nur wann? Das ist immer hier die Frage. Ich bin noch short positioniert mit meinen 70 Zertifikaten und warte hier einfach einmal ab, was der Markt letztendlich tut. Ansonsten, ja, hier, das ist positiv seit 16.04. Gehen wir hier rein, jetzt in den Xetra 1-Stunden-Chart. Da haben wir ja das letzte Mal gezeichnet. So, das stauchen wir jetzt mal schnell zusammen. Wir sind nach wie vor innerhalb dieses Aufwärtstrends, aber beginnen hier diesen Aufwärtstrend ein bisschen weich zu klopfen, mürbe zu klopfen im DAX. Und die Einschätzung war ja die, entweder wir gehen hier gleich direkt durch in der kommenden Woche oder wir können noch einmal hochlaufen bis in diesen Bereich, da liegen wir hier bei 12.141. Letztendlich wurden es am Montag dann nur 12.124. Warum dieser Bereich da oben, da haben wir diese fallende Trendlinie vom Fibonacci her. Wenn man hier den Fibonacci anlegt, das ist jetzt alles ein bisschen hier überzeichnet. Ich weiß, das erkennt man bald nicht mehr viel. Vom Fibonacci her ist dieser Bereich sehr interessant gewesen. Auch heute die 12.102. Das ist der klassische Short-Bereich, also von einer A, B, C, D. Wenn wir hier diese A, B, C, D nehmen und einmal kurz zusammenstauchen, so, hier anlegen,
dann wären wir eigentlich schon hier unten gewesen bei rund 12.837 bis um 16 Uhr, eigentlich schon gestern. Wir sind hier aber aus dem Zeitfenster jetzt rausgelaufen, was aber nichts heißen soll. Der DAX macht jetzt einfach ein ganz anderes Spiel. Da spielt eine ganz andere Musik momentan. Und ich lasse, ja, das kann man jetzt hier so herziehen. Und ich lasse das hier so drin. Gerade nach wie vor. Er kann hier nochmals hochkommen in dem Bereich. Dann gehen wir hier halt Short oder noch einmal dieses 61er Fibonacci. Das wäre hier dieser Bereich. Oder wir gehen unterhalb dieses Bereiches bei rund 11.993 Short. Was natürlich, ja, da muss man dann definitiv aufpassen. Es ist die magische 12.000. Das so runde Zahlen sind sehr oft einfach ein nicht kein Magnet. Magnetisches Wort will ich gar nicht in den Mund nehmen. Genauso wie bei einem Gap. Ein Gap ist kein Magnet. Es ist einfach vorhanden und es wird dann interessant, wenn der Markt zu diesem Gap, das ist dann hier unten bei rund 11.850, die Oberkante und die Unterkante dieses Gap liegt bei 11.785, dann wird es interessant. Aber das ist kein Magnet. Also der Markt läuft nicht zwanghaft hier hin. Ich kann euch hunderte Gaps zeigen, die nie geschlossen wurden hier im DAX seit den letzten 15 bis 20 Jahren. Also die fungieren nicht als Magnet. So, das hier zu der Bewegung. Also hier, ich lasse das alles so, gell? Es ist hier, ihr könnt 50 Cent Stück hochwerfen, Kopf oder Zahl, welche Richtung geht. Diese Nackenlinie finde ich noch sehr interessant. Da kann man das jetzt einmal so hinlegen. Und das sollte man dann schon wissen, wenn der Markt wirklich nachhaltig über diese Nackenlinie drüber geht, dann könnte es doch sehr rasant zur Oberseite hingehen. Und da würde man momentan bei 12.519 liegen in der Spitze. Das ist dann aber sehr optimistisch. Da würde ich hier schon eher die Bereiche dann 12.322 oder eventuell dieses hohe mal als Zielbereich annehmen. Aber wie steige ich hier ein? Gell? Ich sage es mal ganz klar, wer jetzt nicht long positioniert ist oder short positioniert ist, der wird hier nicht großartig viel einsteigen können. Gell? Die long Positionierung war hier, die short Positionierung war hier in diesem Bereich. Das hier ist einfach eine Marktverdichtung. Hier einzusteigen, das ist wirklich, das könnt ihr euch sparen, sage ich euch. Das ist keine klare Trendrichtung, keine klare Vorgabe. Wer nicht schon drin ist und hier seine Stops entweder hier gesetzt hat oder hier, also der Short Trader hat hier seinen Stop oder hier und der Long Trader hat mittlerweile seinen Stop hier oder sogar noch eventuell unterhalb dieses Gaps. Natürlich sind alle diese Bereiche und das, wenn man den Markt jetzt einmal anschaut, und da zeichne ich jetzt euch schneller mal was rein. Ja, also wer hier wäre eigentlich der Bereich gewesen, long zu gehen, definitiv. Und hier der Bereich, das ist das 61er Fibonacci, wo man short gegangen wäre oder aus dieser Bewegung, aus diesem Bereich short, gell? Oder jetzt wieder aus diesem Bereich short. Long, hier gab es keine Möglichkeit mehr, rein vom Bewegungsablauf her, was ich hier so sehe. Definitiv außer hier noch aus diesem 61er heraus. Aber das ist hier, sind diese Korrekturen nach unten eindeutiger, oder besser gesagt, diese Korrektur nach oben von dieser Bewegung eindeutiger, wie hier jetzt Long-Aktionen zu starten. Aber was haben wir denn hier jetzt vom Problem? Wer hier Long gegangen ist und wer hier Short gegangen ist, hat logischerweise seinen Stopp entweder hier oder hier. Wer hier Short gegangen ist, gerade wer hier Long gegangen ist, hat seinen Stopp hier oder hier. Aber wenn man Pech hat, wird man hier, genau hier, ausgestoppt. Der Markt läuft hier ans 61er Fibonacci und zack, fliegt nach oben. Wegen ein paar Punkte. Pech. Das muss man auch einfach sehen, dieses Risiko. Umgekehrt ist es natürlich genau gleich in dieser Marktlage. Wer hier Short gegangen ist und sitzt hier drin und wartet und da kommt dann dieser Ausbruch und er hat seinen Stopp hier oder er hat seinen Stopp hier. Also ich kann mir den gut vorstellen. Wie habe ich es gerade eingezeichnet? Ja, der Markt kommt dann hierher, zack, stoppt euch aus,
zack, stoppt euch aus und dann reicht es ihm und dann fällt er. Peng. Also hier ist es alles sehr undurchsichtig momentan. Keine klaren Grenzen sind hier gesetzt. Eine Seitwärtsbewegung. Für mich ist das momentan ein Dreieck, das sich zuspitzt, so wie ein Dreieck sich auch regelmäßig zuspitzen. Und ganz spitz gesagt, wenn das hier oben rausgeht, dann kommt Dynamik in den Markt. Wir können hier dieses Ziel, das ich hier eingelegt habe, abprojizieren zur Oberseite hin. Die Short-Händler werden hier dann ausgestoppt und dann zuschauen zu müssen, wie der Markt wieder fällt. Und da unten waren die Long-Händler ausgestoppt, bis der Markt hierher gekommen ist. Und dann schauen die zu, wie der Markt wieder steigt. Das ist Börse. Auch das jetzt im Hinterkopf behalten. Ganz klar, das da oben sind wieder Short-Marken. Das hier ist eine Long-Marke. Das hier jetzt zum Xetra. Das speichere ich jetzt nochmal, was ich hier so reingezeichnet habe. Und jetzt gehen wir hier rein, ja, den Linienchart schauen wir uns auch noch schnell an. Auch hier bleibt dieser Short-Bereich bei 11.949. Wir können hier jetzt sogar einen Long-Bereich anlegen. Machen wir auch. Bei 12.071 wäre ein Long. Wenn hier morgen ein Long-Einstieg kommt, der Stopp natürlich sehr eng bei 12.027. Oder man kann auch den Stopp hier unten setzen. Bei rund 12.952. Das speichern wir so auch ab und schauen uns das dann morgen Abend an. So, wir gehen hier in die Prognose. Das ist hier die Lang- und Schwarz-Indikation. So, und hier seht ihr diesen Bereich 12.075. Diese 12.075, die werden von unten genagelt, die werden von oben genagelt. Also wenn der DAX jetzt noch quernageln könnte, würde dieser diesen Bereich auch noch quernageln. Er will nicht. Er will nicht nach oben momentan, er will nicht nach unten. Ich weiß nicht, auf was er wartet. Er wartet auf irgendein Signal. Er braucht irgendwoher einen Impuls. Ob dieser Impuls negativ ist, also die Europawahlen haben keinen negativen Impuls gegeben, aber auch keinen nachhaltig positiven Impuls. Also müssen wir jetzt einfach mal auf was anderes warten, ob hier irgendwie eine Nachricht kommt, die hier den DAX nach oben beflügeln könnte oder nach unten. Da oben ist immer noch der Bereich meines Zertifikats, also ich bin noch im Plus mit dem Short-Zertifikat. Ich bin hier eingestiegen, also das, was ich euch auch erzähle, das handle ich. Also ich erzähle euch hier nicht irgendwas vom blauen Dunst und biege es mir zurecht, wie ich es brauche, dass es euch gefällt. Das, was ich hier erzähle, ist mein Handelsstil, ist meine Beobachtung und das setze ich auch 1:1 um. Natürlich kann während eines Handelstags sehr viel passieren, dass sich hier die neue Ansätze sich herausarbeiten. Der DAX macht es ja dann, er macht eine Bewegung. Und diese Bewegung, ja, da arbeitet er sich ja irgendwas heraus. Und manchmal, da braucht er halt eine Woche, bis hier sich irgendwas herausbildet oder der DAX sich hier irgendwas herausarbeitet, wo ich dann sagen kann, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass man hier handeln kann. Und das auch einmal für einige Händler, für die Neulinge. Man muss nicht jeden Tag handeln. Es gibt einfach Marktphasen und wenn ihr lange genug an der Börse seid, dann bekommt ihr diese Ruhe. Ihr müsst nicht denken, weil ihr jetzt nicht am PC oder nicht aufs Handy schauen könnt, wow, der DAX macht jetzt hier Weltbewegungen von 1000 Punkten. Dann verpasst er halt mal diese 1000 Punkte. Aber das ist ja kein Weltuntergang. Diese Bewegung von 1000 Punkten hat ja wiederum neue Impulse gegeben in dem Markt, wo man dann wiederum was ableiten kann und wieder einsteigen kann. Man muss einfach einmal verstehen, es heißt doch nicht, man sitzt hier, manche sitzen ja wirklich 12 Stunden, 24 Stunden am PC. Ich habe schon was mitbekommen, manche machen Schichtbetrieb, das sind dann mehrere. Da frage ich mich auch, ja, klar, wenn man weltweit handelt, ist das okay. Das Geld wandert ja, das wandert ja jeden Tag einmal um den Globus rum. Und dann ist das okay, aber wenn man jetzt alleine handelt, hier 8 Stunden jeden Tag, ich sage immer ganz einfach, man verblödet. Es ist einfach so, wenn man das Jahr für Jahr macht, Monat für Monat, dann verblödet man. Ich habe selbst an mir gemerkt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe eine 3-jährige intensive Ausbildung gemacht an der Börse und bin hier wirklich jeden Tag, habe ein bisschen mein Geschäft vernachlässigt, das muss man auch eingestehen, habe hier Umsatzeinbußen dann eingefahren,
durch diese Tätigkeit, weil ich mich wirklich 3 Monate intensiv an der Börse nochmals ausbilden habe lassen, 3 Jahre hat es gedauert, sorry, der Spaß, ausbilden lassen. Und ja, und wenn du jeden Tag hier wirklich am PC sitzt und kein Ansprechpartner hast und nichts, Gott, und dich über jedes Telefon, jeden Telefonanruf aufregst, dann denkst du, ja, boah. Aber die Erkenntnis ist, dass man das eigentlich auch erkennen muss, selbst, um hier dann einfach den Schritt zurück wieder macht, um hier dann wieder einfach am sozialen Leben teilzunehmen. So, mein kleiner Hund, der gibt wieder einen Laut von sich, wahrscheinlich schreit der Nachbarhund. Und dann mache ich jetzt gleich weiter. Auch hier in dieser Einschätzung bleibe ich dabei. Es ist 50-50, es kann nach oben gehen, es kann nach unten gehen. Was wir aber jetzt noch anschauen, ist eine, 2 Aktien, einmal die Wirecard. Die Wirecard kommt hier jetzt in einen Bereich aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation. Wir hatten hier die verflixte 4, die 1, die 2, die 3, der Ausbruch und dann kommt diese verflixte 4. Ich bezeichne das als Steinbockmuster. Warum Steinbockmuster? Der springt hier oben, der Steinbock, und erklimmt hier den Berg. Und das ist hier einfach diese verflixte 4. Und die kommen oft sehr tief runter, um, ich vermute mal, Longhandler aus dem Markt rauszuholen. Und die hat auch dementsprechend eine Reaktion zur Oberseite damals gezeigt. So, und das Wirecard kommt hier jetzt an einen wichtigen Punkt. Aus diesem Punkt heraus kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann nochmal reagiert, eine leichte Korrektur zur Unterseite hin macht, was aber nicht schlimm ist. Diese Korrektur ist eigentlich eher wiederum ein Einstiegsbereich. Also ich warte hier und werde hier dann einsteigen. Wiederum, also ich bin hier positioniert und werde hier in den anderen Depots, die ich noch verwalte, auch in meinem anderen privaten Depot habe ich dann hier vor, doch ein bisschen einen größeren Betrag hier mit einfach in den Markt einzusteigen, so mal meine Gedanken, ob das dann letztendlich so passiert oder ob wir hier nicht herlaufen, damit zack, zack, zack hier gleich einmal 20, 30 Euro machen, das weiß ich nicht. Also dieser Bereich ist für mich jetzt interessant, darum habe ich es auch so eingezeichnet, aber dann gibt es ja auch noch etwas ganz was anderes. Wir hatten ja jetzt heute in den USA eine Mega-Fusion zwischen Totalsystem und Global Payment. Das sind Konkurrenten von Wirecard. Dort wurde der Global Payments hat Totalsystem übernommen für 21,5 Milliarden Dollar. So, auch charttechnisch, betriebswirtschaftlich ist diese Aktie interessant. Die Zahlen sind gut. Wir haben nächsten Monat Hauptversammlung. Dort würden wahrscheinlich auch wieder positive Signale kommen von der Wirecard. Aber hier steckt noch eine ganz andere Fantasie drin. Hier steckt die Fantasie drin der Übernahme. Also irgendwann wird Wirecard vielleicht einmal interessant für einen ganz großen. Vielleicht kommt auch Amazon und sagt, komm, wir nehmen dich auf. Oder es kommt PayPal und macht ein Angebot für Wirecard. Und dann will ich nicht wissen, wo die Aktie steht. Und dann ist es gut, wenn man hier in dieser Aktie investiert ist. Also sie hat in mehrerlei Hinsicht Fantasien zur Oberseite. Die Fantasie zur Unterseite ist natürlich auch da, wenn hier wieder negative Nachrichten kommen, die haltlos sind. Die letzten 2 Nachrichten, wo negativ waren, haben eigentlich momentan in der Wirecard eher das Gegenteil gemacht. Es war ein positiver Kontereffekt auf diese negativen Nachrichten. Also sie hat hier keinerlei Bewegungen gezeigt. Dann haben wir hier noch eine andere Aktie, die Rational, ich bearbeite sie jetzt einmal. Heute übrigens im TechDAX die Xing mit über 4,12% der Gewinner. In der sind wir auch investiert mit Zertifikaten. Also das war heute sehr gut mit dieser Aktie, aber jetzt will ich die Rational schnell anschauen. Die Rational im S-DAX, wo ist sie denn? So, hier. Ja, im S-DAX, wenn wir das gerade aufhaben, auch noch eine Aktie, die
die Warta. Warta ist, also es ist momentan der Überflieger im S-DAX. Die kennt momentan nur eine Richtung zur Oberseite hin. Bei Befreundeten, in einem Stream, bei Felix haben wir die mal angeschaut. Und ja, da war ich so das Korrekturlevel hier einmal oder auch hier eventuell ein Korrekturlevel, wo man sie kaufen hätte können. Aber die zieht hier schnurstracks nach oben. Also bei dieser Aktie ist es eigentlich auch so, da kannst du eigentlich nur drauf sitzen auf den Tapanoster-Aufzug und hoffen, dass wir hier noch 10, 20 Stockwerke hochfahren, bevor sich der Tapanoster-Aufzug wieder zur Unterseite hin bewegt. Und jetzt gehen wir rein, die Rational, Augenblick, ich ziehe sie schnell her, wo ist sie denn hier, die Rational. So, die Rational, sie kommt hier einfach noch nicht hin. Ich warte auf diesen Bereich, hier erwarte ich dann bei rund 606, 610 Euro doch einen sehr impulsiven Ausbruch zur Oberseite hin. Diesen Ausbruch warte ich noch ab und dann werde ich diese Aktie abstoßen. So ist ja mal momentan der Plan. Die Rational wurde ja auch in einem der Aktienvideos noch im Januar bearbeitet, wie hier die Einschätzungen waren. Also da waren wir dann hier in diesem Bereich, wo wir die dann hier angeschaut haben. Ja, Januar war das. Ja, oder Dezember, da dieser Bereich aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation. Also in diesem Sinne wünsche ich euch für den morgigen Handelstag alles Gute, ein gutes Händchen und wie immer haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ciao, ciao.